Vitamine überhaupt keine Farben. Sei es das Wasser, was normalerweise blau ist, der Kindergarten, der aus ganz vielen Farben besteht, oder die schönen Bäume, die grau sind. Oh nein! Also ist es nun Vitamines Aufgabe, die Farben wiederzubekommen. Allerdings muss er dafür verschiedene Aufgaben absolvieren. Er muss Autos waschen, er muss Leuten Essen kochen, und er muss Müll einsammeln. Aber ob die Welt wieder bunt wird, das werdet ihr jetzt in diesem Video sehen. Viel Spaß! Guten Morgen? Ah, warte mal, was ist hier denn los? Warum ist meine Unterhose grau? Warte mal, Freunde! Nein, das kann nicht sein. Alles hier in Brookhaven ist grau. Und selbst ich bin eigentlich nie eine graue Karotte. Ich bin grau! Oh mein Gott, Freunde, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ganz Brookhaven ist grau und das sieht mega schlimm aus. Oh Mann, ich verstehe schon, Freunde. Wir müssen uns unsere Farbe wieder zurückverdienen. Und so sieht es nun aus, wenn man keine Emotionen in sich besitzt. Alles ist düster und grau und man fühlt sich hier komplett unwohl. Oh mein Gott, Freunde. Ich möchte natürlich mit euch gemeinsam meine Farben wieder verdienen. Und natürlich, dass ich endlich nicht mehr farbenblind bin. Denn das hält ja hier keiner aus. So. Aber Freunde, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren. Wenn ihr jetzt ein Like da lässt, dann wird die erste Farbe einfach wieder freigeschalten. Also, lasst ein Like in 3, 2, 1. Yeah! Ihr habt mir geholfen. Ich sehe wieder die Farbe grün. Allerdings ist jetzt nur mein Kopf grün. Und das müssen wir natürlich irgendwie machen, Freunde. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wir werden es aber auf jeden Fall schaffen, unsere Farben wieder zurückverdienen. Ich meine, zumindest kann ich endlich wieder hier hinten alles sehen. Die ganzen Mülltonnen, die ganzen Bäume. Alles ist mega schön grün. Um deine nächsten Farben wieder zu verdienen, musst du arbeiten. Das bedeutet Autos waschen. Okay. Ich glaube, wir wissen, wie wir mehrere Farben wieder verdienen können. Und hier sehe ich ja fast gar nichts, außer dort hinten so ein bisschen den Wald. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen so dunkelblau, dunkelgrün an. Auf jeden Fall schimmert da so ein bisschen was durch. Aber egal. Okay, sag mir meine Aufgaben. Komm mit, ich werde dir das auf jeden Fall zeigen. Du willst auf jeden Fall nach und nach all diese Autos hier schön blank machen. Also, du fährst das Auto rein und steigst danach natürlich aus. Okay, klingt jetzt erstmal nicht so schwierig. Und dann gibt es einen schönen Waschvorgang. Ab geht die Waschanlage. Okay, Freunde, das Einzige, was ich tatsächlich sehe, sind graue Partikel, die dort hinten fliegen. Aber ich erkenne, dass der Button grün ist. Also zumindest, glaube ich, ist die Waschanlage in Betrieb. Okay, Freunde, so verdienen wir uns wieder Farben. Und das werden wir uns nicht zweimal sagen lassen. Ich will natürlich nach und nach mehrere Farben. Das bedeutet, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst, wie gesagt, noch einen Daumen nach oben da. Schreibt jetzt in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet. Also das ist jetzt mal kein 1:1 Roleplay, aber auch mal eine mega, mega nice Idee. Und ich würde sagen, ich steige mal in dieses komplett graue Auto ein. Werde das hier so ablagern. Und dann werde ich den grauen Button berühren. Aber es ist grün und anscheinend wäscht jetzt das Auto. Oh yeah. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Es funktioniert und ich kann zwar nicht erkennen, ob der Chef glücklich oder böse ist. Okay, also ich kann schon erkennen. Aber ich denke schon, er wird stolz auf mich sein. Oder, Chef? Mach schneller, wenn du auf jeden Fall deine Farbe wieder haben möchtest. Ja, okay. Tatsächlich werde ich das auf jeden Fall machen. So, okay. Ich glaube, hier müsste das jetzt gleich fertig sein. So, dieses Auto ist komplett geschrubbt. Es ist wieder farbereit. Ich stelle das auf jeden Fall mal daneben. So, Freunde, wir müssen uns natürlich noch mehr Farben verdienen. Also gehen wir direkt hier in das nächste Auto. Müssen es wieder reinfahren. Oh mein Gott, Freunde. Hattet ihr schon mal sowas, als wenn ihr gedacht hättet, dass ihr keine Farben mehr seht? Also seid ihr zumindest mal früh aufgewacht und habt gedacht, wow, wie wäre es, wenn die Welt komplett grau wäre? Tja, tatsächlich ist das die Realität. Also ihr seht, so viel Farben gibt es hier nicht. Und das will ich auf jeden Fall ganz, ganz schnell wieder ändern. Ich fühle mich so unwohl. Okay, boah, warte mal, noch so viele Autos? Okay, 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 zwei Autos noch. Dann haben wir auf jeden Fall die nächste Farbe freigeschalten. So, wir werden das mal direkt hier wieder dahinter parken. Wir müssen natürlich unseren Chef auch ein bisschen stolz machen und glücklich. So,
keine Sorge, Chef. Ich werde auf jeden Fall alles unter Kontrolle haben. So, wir packen mal dieses Auto hier rein. Boom. Und dann wieder ein die Wäsche. Okay. Irgendwie macht mir das tatsächlich sogar relativ gut Spaß. Also ich meine, das ist jetzt nicht so ein blöder Job, wo ich sage, ich muss die ganze Zeit gar nichts machen oder mache nur Dämlichkeiten. Deswegen finde ich das eigentlich ganz angenehm. So, und ich glaube, mein Chef ist auch fast zufrieden. Also ich wäre ehrlich gesagt schon längst fertig, aber ja, du machst das gar nicht mal so schlecht. Ich bin zufrieden. Darauf bin ich auf jeden Fall sehr, sehr stolz. So, Auto Nummer 4 ist auch gewaschen und kann raus hier. So, wir müssen es noch ein bisschen vernünftig packen. Okay, oh mein Gott, Freunde, ich bin so gespannt, welche Farben wir gleich wieder freischalten werden. Ich hoffe natürlich auch, dass wir viele Farben kriegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufgaben wir heute machen müssen. Und go. Let's go. Sehr gut, dein letztes Auto ist in der Waschanlage. Und dafür wirst du auf jeden Fall zwei neue Farben wiederbekommen. Die Farben werden sein weiß und blau. Oh mein Gott, warte mal, was? Weiß und blau in 3, 2, 1 und... Wow! Oh mein Gott, Freunde, ich kann weiß und blau wiedersehen. Ich sehe es. Oh mein Gott, schaut euch mal die Tankstelle und den Lebensmittelmarkt an. Der ist ja weiß und blau. Das heißt, wir besitzen jetzt nun insgesamt 3 Farben. Und hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Aber Leute, wir wissen, wir müssen uns noch mehr Farben dazu verdienen. Ja, weiß und blau reichen tatsächlich nicht aus, um hier glücklich zu sein in Brookhaven. Das bedeutet, ich würde sagen, oh mein Gott, Freunde, warte mal. Man sieht sogar, dass ich weiße Schuhe habe. Oh yeah. Okay, das sieht man. Ich würde sagen, ich werde zu meiner nächsten Aufgabe gehen. Deine nächste Aufgabe befindet sich im Restaurant. Okay, vielen Dank. Okay, Brooks Dinner, was soll ich hier wohl tun? Yeehaw, howdy, endlich bist du da. Ich hab dich schon erwartet. Ja, warte mal. Hey, moin, moin. Ich bin so gespannt. Was wird meine Aufgabe sein? Deine Aufgabe wird es sein, um mehrere Farben zu verdienen, musst du die Leute mit Essen bedienen. Okay, das soll ich auf jeden Fall hinbekommen. Ich und der Koch, wir werden jetzt gemeinsam kochen. Naja, lass das Kochen vielleicht mal mich überlassen. Warum? Ist doch alles grau. Ich kann doch hier eh nichts sehen. Ich meine, bin doch locker easy der beste Koch der... Oh, okay. Graues Feuer. Hab ich auch noch nicht gesehen. Mann, bist du denn komplett verrückt oder was? Tut mir leid. Oh mein Gott, ich mach das schnell mal wieder runter. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Wir müssen natürlich einen guten Eindruck bei unserem Koch, ja, Chef, hinterlassen. Deswegen würde ich sagen, ich muss auf jeden Fall die Leute bedienen und... Okay, Freunde, ich versuch's. Okay, der Chefkoch, der wird auf jeden Fall uns das Essen dann geben. Aber ich werde mal fragen. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Oh, ich hab so Durst. Ich würde gerne eine Cola nehmen und einen Hotdog essen. Okay, eine Cola und ein Hotdog ist notiert. Und was würden Sie gerne? Ja, was geht, Mann? Alter, ich hätte auf jeden Fall eine leckere Cola. Und auf jeden Fall, warte mal. Gibt's noch Salatplan auf deinen Kopf zu kaufen und zu essen? Ehrlich gesagt, müsste ich Sie enttäuschen. Mein Kopf kann man nicht essen. Geschweige meine Haare! Okay, Freunde, ich bringe Ihnen einfach nur eine Cola. Und das Mädchen sollte ich natürlich auch eine Cola bringen. Und Hot Dogs. Okay, easy. Das schaffen wir, Leute. Let's go. So, wir öffnen mal den Kühlschrank hier. Okay, eine Cola hätten wir schon mal. Und, warte mal. Ein Hot Dog. Okay, warte mal. Das sind keine Hot Dogs. Ich muss das ein bisschen so an den Farben erkennen. Ja, den weißen Teller kenne ich. Aber ich glaube, das sind Hot Dogs. Yeah, nice. Okay, warte mal. Erste Bestellung sollte kein Problem sein. Bitteschön, die Hot Dogs. Und hier eine leckere Cola. Das ist doch keine Cola, das ist Energy. Energy? Oh, warte mal. Oh mein Gott, Freunde, was? Das ist wirklich Energy. Oh nein, wir müssen direkt eine Cola holen. Oh mein Gott, wir haben es vermasselt. Wir dürfen es nicht vermasseln, denn wenn wir sowas weiterhin vermasseln, dann werden wir nie wieder unsere Farben bekommen. Also, Freunde, beeilt euch, beziehungsweise wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott. So, es tut mir sehr, sehr leid. Natürlich hier Ihre Cola. Und ich hoffe auf jeden Fall, Ihnen wird es schmecken. Ja, hervorragend. Jetzt ist alles in Ordnung. Oh, es ist lecker. Oh mein Gott, wir müssen mehr aufpassen, Leute. Weil, ey, die Farben können für immer gestohlen bleiben. Ganz genau. Du solltest aufpassen. Das ist nun dein Job. Okay, ich würde sagen, dann bringe ich ihm noch eine Cola. Zumindest ihm gebe ich einfach das Energy. Der kriegt eh nichts mit. So, viel Spaß und Durst.
Cola, Mann, ist übelst lecker, Alter. Ich glaube, ich... Boah, ist das geil. Ja, tatsächlich haben wir es auf jeden Fall geschafft. Das Mädchen ist glücklich und dieser Müllmann Noob. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall mal auf neue Kundschaft warten. Das Essen war hervorragend und die Bedienung war auch sehr gut. Schönen Tag noch. Vielen Dank nochmal. Oh ja, da hat mir auf jeden Fall jemanden glücklich gemacht. Ey, Jungs, bevor wir alle hier, hallo. Bezahlen tue ich ja morgen, ne? Wir sehen uns eben wieder morgen auf gleichen Rat und Stelle und so. Oh Mann, ey. Der ist echt verrückt. Oh Gott, ich bin froh, dass der weg ist. Aber wir haben es bis jetzt mega, mega gut gemacht, Leute. Hallo? Gibt es hier was zu essen? Herzlich willkommen beim Vitamine Dinner. Ich bin auf der Suche nach was zu essen, aber... Oh, meine Knochen, die können es kaum noch mitmachen. Ja, okay. Bitte setzen Sie sich hin. Ich werde Ihnen schon was Schönes auswählen. Okay, ich werde auf jeden Fall was auswählen. Denn, Freunde, wenn ich was auswähle, kann ich von diesen ganzen Menüs kein falsches nehmen. Denn, ehrlich gesagt, sehe ich kaum was, was sich dort drauf befindet. Und ich kann es nur erraten. Deswegen würde ich ihm sagen, wisst ihr was, Freunde, wir machen ihn glücklich. Wir werden ihn einfach alles bringen. So, wir machen jetzt einfach eine richtige Essensparty. So, herzlichen Glückwunsch, Opa. Sie sind heute der 100. Kunde. Und deshalb bekommen Sie alles aufs freie Haus. Das ist aber nett. Danke. Kein Thema. Und nun will ich natürlich meinen Chef fragen, ob ich endlich die Farben wiederbekomme. Du hast deinen Job sehr gut gemacht. Nun werde ich dir 3 weitere Farben freischalten. Du erhältst die Farbe Rot, Gelb und Schwarz. Was? Oh mein Gott, Freunde, ich sehe die ganzen Farben. Rot, Schwarz und Gelb. Zumindest kleinen Streifen und natürlich das Licht. Ich liebe es. Freunde, es sind neue Farben am Start. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott, es ist einfach perfekt. Viele Farben wieder sehen zu können. Ich meine, natürlich sind immer noch nicht alle da, was ein bisschen schade ist. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall das ändern können. Und das ist unsere letzte Aufgabe. Bup, bup. Einstein, Mann. Das ist die letzte Aufgabe, Alter. Nee, ne? Nee. Ey, bei bestem Willen. Das kann ich nicht. Nee, Freunde, das kann ich wirklich nicht. Ich kann doch nicht mit dem... Oh nein. Meine Aufgabe ist es, mit dem Müllmann Müll einzusammeln. Bubub, wir haben nicht erst Zeit. Einsteigen und dann geht's los, Alter. Oh Mann, okay. Ich meine, ich habe keine andere Wahl, wenn ich meine Farben sehen will. Okay, dann auf, Leute. Einfach jetzt coole Müllton einfach mal einzusammeln, du weißt schon. Oh nein, ey. Ich sehe schon. Wir müssen Mülltonnen mit ihm gemeinsam einsammeln und ja... Mülltonne Nummer 1 ist eingesammelt. Kennst du eigentlich Trick, Track und Trick? Das heißt Trick, Track und... Ach Gott, ich weiß es selber nicht. Aber egal, Mann, du machst deinen Job schon richtig cool, Alter. Ich glaube, wir können dem Pop alle Farben wiedergeben. Aber eigentlich ist es auch lustig, wenn du mir hilfst und so. Weißt du schon, ne? Ja. Oh Mann, egal. Alle unsere Aufgaben müssen wir absolvieren. Okay, warte mal, Freunde. Die konnten wir nicht nehmen. Und komm nochmal. Let's go. Und einhaken. So, komm. Ja. Super, jetzt haben wir auf jeden Fall die nächsten Mülltonnen. Okay, und es gibt unzählige Mülltonnen. Es gibt so, so viele Mülltonnen, die ich hier mit dem Noob nach und nach einsammeln muss. Also Freunde, was bitte für eine Aufgabe ist das? So eine schreckliche Aufgabe hatte ich tatsächlich noch nie. Ich hatte noch nie so einen schrecklichen Mitarbeiter, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Oh mein Gott, okay. Und ich hoffe, es hat irgendwann alles ein Ende. Ich möchte nicht mehr mit dem Noob hier die ganze Zeit Mülltonnen einsammeln. So, guck mal, hier ist noch eine. Nimm mal hoch und dann geht's weiter, mein Freund. Ja. Oh mein Gott. Eigentlich würde ich dich einfach mal fragen, wie lange arbeitest du eigentlich schon als Müllmann? Ach ja, ich als Müllmann, Alter, ich und die Mülltonne, wir sind schon sowas wie Brüder und so, du weißt, ne? Ja, okay, Brüder könnte man sowas nennen. Aber du bist dir dann auch sicher, dass du mir all meine Farben zurückgibst? Na klar, Mann, ich gebe dir alles wieder. Du hättest auch gleich mich nur fragen brauchen. Ich meine, hättest du mich gefragt, dann hättest du deine Farben schon längst wieder. Ja, toll. Woher sollte man das denn wissen? Hätte man den Müllmann nicht vorher was sagen können? Oh Mann, ey. Wenn ich mal rot fahre, hat es niemand gesehen, ja? Ja, es hat niemand gesehen. Ist ja in Ordnung. Warte mal, hier rechts, hey, hinter dir sind noch ein paar. Oh Mann, Freunde, ich glaube, es kann noch Stunden dauern, bis ich mit ihm hier fertig bin. Oh, 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 Leute. So, jetzt
Du dich mal bitte anstrengen hier! Wir wären schon längst fertig, Alter! Naja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich mit dir schon längst fertig wäre. Tutu, hier kommt die Eisenbahn! Also ich meine, er denkt ja immer noch erst in der Eisenbahn. Naja, egal, Freunde. Ich lasse es einfach über mich hergehen und werde es auf jeden Fall schaffen. Okay, wir haben es endlich geschafft. Mann, ey, das wäre schon längst fertig gewesen. Warte mal, das bedeutet, wir haben alle Mülltonnen weggebracht und sind fertig? Na klar, Alter. Was sagst du jetzt? Dachte ich, jetzt kommen noch mehr oder was? Ehrlich gerade gesagt, bin ich überwältigt. Nicht, dass ich meine Farben kriege, sondern dass ich dich nicht mehr ertragen muss. Aber als erstes würde ich sagen, gebe ich dir erstmal all deine Farben wieder. Warte mal. Alle Farben und... Wow. Oh mein Gott, Freunde. Was? Könnt ihr das sehen? Bro Caven hat einfach wieder komplette Farben und ich bin komplett überwältigt. Ich meine, Bro Caven sieht aus wie früher. Yeah! Hier sind wir sowas wie Freunde. Naja, also Freunde, das dauert doch ein bisschen. Mülli, der Müllmann, hat mir auf jeden Fall einige Farben wiedergegeben und ich bin unnormal glücklich. Ihr habt es heute mitbekommen, wir sind einfach mit komplett null Farben ins Spiel gestartet und haben uns nach und nach unsere Farben wieder verdient. Ich würde sagen, Freunde, wenn ihr auf jeden Fall den zweiten Teil sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren und keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss!